Genau. Ach, verdammt, wir können ja noch gar nicht schwimmen, ich Idiot. Oh, warum probier ich's denn auch? Ja, ja. Nee, da. Oh, ein Herz. Ach, was mache ich denn? Okay, das Wasser ist tief. So schnell sind alle weg. Die Reihenfolge, in der du über die blinkenden Steine wandelst, ist des Rätsels Lösung. Aha. Gut. Müssen wir ja... Pff. Okay. Langsam wird es auf jeden Fall komplizierter irgendwie. Ach. Ja. Nein. Hoffentlich ist hier noch ein Herz. Ja. Und hier drinne ist ein Gegner. Ich würde sagen, wir gehen als erstes hoch. Okay, gut, das kann ich ja jetzt noch nicht so wirklich machen. Ein Schlüssel. Schade, dass ich das noch nicht machen kann. Naja, gehen wir hier lang. Ja, da können wir natürlich viel mehr machen. Vielleicht kann man das doch mal mit den Stiefeln? Ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt hallo? So, jetzt glaube ich, muss ich da hinten das nehmen. Nee. Okay, dann nicht. Halt so. Ach, fuck. So. Oh, Gott. So. So. Danach. So? Nee, leider nein. Da muss das so sein. Dann hier. Yay! Ach. Lass mich. Lass mich.
Yay. Und hier finde ich den Bossschlüssel. Ja, den machen wir jetzt schon, ohne unsere Flügel, Schwimmflossen geholt zu haben. Also war das Rätsel wohl zu früh. Ach Gott, lass doch einfach die Scheiße sein. Oh, Herze. Ja, treff mich. Yay, treff mich. Yay. Okay, wir sind hier ein bisschen zu früh. Haben wir eigentlich noch einen Schlüssel? Ja, einen Schlüssel haben wir. Den Schlüssel, den können wir benutzen. Wo? Das zeige ich euch, wenn ich es weiß. Nämlich hier. Gut. Den hab mich stark an dem von Ocarina of Time. Den hab ich ja verflucht. Haha, doof, Doofkopf. Haha, haha. Mann, bist du einfach. Einfach. Oh. Ja, mit mir verarschen, ne? Dum, dum, dum. Möchtest du nicht mal sterben? Yay! Stirb! Yay! Ja, der war einfach. Okay. Das ist einfach. Das ist natürlich sehr einfach. Okay, hier müssten wir eigentlich unsere Flossen finden. Und ja, jetzt besitzt du endlich ein paar Schwimmflossen. Drückst du beim Schwimmen den B-Knopf, kannst du sogar tauchen. So, dann machen wir einfach mal das hier. Ja, Superpower, ja. Oh. Gut, dann können wir uns ja jetzt noch einen Schlüssel holen. Oh ja, fliegst du weit. Muha. So, holen wir uns einen Schlüssel. Ja, wir können schwimmen. Herrlich. So schön. Und noch ein Herz. Und dann würde ich sagen, schwimmen wir hier unten mal. Oh Gott, rauscht es gerade. Tauchen mal. Oh. Und wir finden hier wundervolle Rubine. Ich frage mich, wofür der Knopf ist. Aha. Ja. Und schon sind wir beim Boss. Aber der Tempel war bisher doch sehr anspruchsvoll. Ist wirklich so.
weiß gar nicht mehr, wie der geht. Blubber, blubber. Blub, blub, blub. Futter. Blub. Blubber, blubber. Okay. Wo hängt das? Das war's. Ach nee, das war glaube ich nur der erste Teil, oder? Das war's? Das war's? Das war's? Das war's? Du hast die Neptunharfe erhalten. Was war das denn bitte für ein Boss? War der nicht mal schwieriger? Du sitzt 15 Minuten oder keine Ahnung wie lange an so einem Tempel, als Kind wahrscheinlich ein halbes Jahr, und dann musst du da nur draufschlagen. Bucht. Mit voller Wucht geht zur Bucht. Sehr enttäuschend. Aber ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns demnächst mit vielleicht einem stärkeren Boss und einem schwierigeren Tempel. Bis dahin, tschüss!